AEG Canis, ein Unternehmen in Essen, das seit über 50 Jahren Erfahrung im Turbinenbau hat, liefert Erdgasverdichtereinheiten, die höchsten Anforderungen genügen. Dies sind die Hauptteile zweiwelliger Gasturbinen, wie sie für Verdichter- und Pumpenantriebe eingesetzt werden. Axialkompressor zur Verdichtung der Verbrennungsluft, Brennkammer, Hochdruckturbine zum Antrieb des Axialkompressors. Verstellbare Leitschaufelreihe und Nutzleistungsturbine zum Antrieb einer Arbeitsmaschine, etwa eines Erdgasverdichters. Die Nutzleistungsturbine ist direkt mit dem Erdgasverdichter verbunden. Starten der Gasturbine. Umgebungsluft wird vom Axialkompressor angesaugt, verdichtet und zu den Brennkammern geleitet. In den Brennkammern strömt ein Teil dieser verdichteten Luft zwischen Brennkammer-Außenmantel und Flammrohr als Primärluft zur Brennstoffdüse. Die elektrische Zündung wird eingeschaltet. Brennstoff wird zugeführt. Zündung. Der Luftstrom um das Flammrohr dient gleichzeitig zur Kühlung der Brennkammer. Die heißen Verbrennungsgase strömen durch Überleitungsstücke zur Hochdruckturbine. Ein Teil der in den Gasen enthaltenen Energie wird in der Hochdruckturbine in mechanische Energie zum Antrieb des Axialkompressors umgewandelt. Die Verbrennungsgase strömen weiter zur Nutzleistungsturbine, die den Erdgasverdichter antreibt. Die Abgase werden ins Freie geleitet. Die Turbine treibt den Verdichter an. Die Verdichtung des Erdgases beginnt. Gehäuseteil einer zweiwelligen Gasturbine auf der Karusselldrehbank. Nicht nur beim konzentrischen Ausrichten des Turbinengehäuses in der senkrechten, auch in jeder weiteren Phase des Zusammenbaus einer Verdichtereinheit ist dies die Visitenkarte für Know-how. Höchste Genauigkeit. Absenken des Turbinenläufers in das Turbinengehäuse der Hochdruckstufe. Montage der Verstelleinrichtung für die Leitschaufelreihe. Verstellbare Leitschaufeln ermöglichen einen großen Regelbereich bei optimalem Wirkungsgrad. Parallel zu den Arbeiten an der Hochdruckturbine wird an der Nutzleistungsturbine gearbeitet. Das Gehäuse des Axialkompressors wird montiert. Auch hier ist Maßgenauigkeit auf Hundertstel Millimeter selbstverständlich. Das Turbinengehäuse wird geschlossen. Hochdruckturbine und Nutzleistungsturbine werden zusammengefügt. Aufsetzen der Kernturbine auf den Grundrahmen.
Endmontage der Turbinen. Sie werden in Serie gebaut und arbeiten in allen Anwendungsbereichen vollautomatisch. Dies setzt eine elektronische Steuerungsanlage modernster Bauart voraus. Eine Turbine wird in das Prüffeld gefahren. Start zum Probelauf. Trotz Serienfertigung immer wieder ein spannender Augenblick. Die Anwurfturbine kuppelt ein. ...1598 Umdrehungen. Die Turbine hat gezündet. Die Drehzahl steigt. Aufnahme der Messdaten. Die Messdaten sind einwandfrei. Die Nenndrehzahl ist erreicht. Die Turbine durchläuft ein umfangreiches Prüfprogramm, bevor sie zum Versand freigegeben wird. Gasturbinen werden in Package-Bauweise hergestellt. Turbinen und Nebenaggregate sind dabei zu einer kompakten, transportablen Einheit zusammengefasst. Diese Einheit ist für Übersee bestimmt. Verladung im Hafen von Rotterdam. Die kompakte Package-Bauweise der AEG Canis-Turbinen erleichtert den Transport unter technisch schwierigen Bedingungen. Leistungsfähigkeit bedeutet Erfolg. Ein deutsches Konsortium unter Federführung von AEG Canis erhält den Auftrag für Planung und Lieferung von 17 Verdichterstationen mit 123 Gasturbinen in die Sowjetunion. Die Sowjetunion will ihre gewaltigen Erdgasvorkommen im Südwesten des Landes erschließen. Abnehmer des Erdgases werden Länder in Ost- und Westeuropa sein.